äußere ich zu diesen Nachrichten aus dem Café des Martinushauses. Wir stehen am Beginn des ökumenischen Ortskirchentages, der vom 24. Juni bis 2. Juli stattfindet. Zunächst aber wie immer das Evangelium des kommenden Sonntages. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Soweit dieses Evangelium. Diese Sonntagslesung hat einen direkten Bezug zum Motto unseres ökumenischen Ortskirchentages, der Zukunft trauen. Kann man der Zukunft trauen? In einer Zeit mit einem Vernichtungskrieg vor der Haustüre? Einer Zeit, in der sich eine Protestaktion den Namen Letzte Generation gegeben hat, um deutlich zu machen, dass die Erde keine Zukunft hat? Einer Zeit, in der ökonomische und individuelle Interessen verhindern, dass der Klimakollaps ernsthaft bekämpft wird? Einer Zeit, in der Ressourcenverbrauch einiger den Hungertod vieler mitverursacht. Da soll man der Zukunft trauen? Heute sind wir an einem Punkt angelangt, wo es nicht mehr darum geht, wie düster oder weniger düster die Zukunftsaussichten sind, sondern darum, wovon sich der Mensch in solchen Situationen bestimmen lässt, wenn ein gottloser Kapitalismus, ein gnadenloser Individualismus die Richtlinien vorgeben. Hier spricht nun Jesus: Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch eher vor dem, der Seele und Leib in der Hölle verderben kann. Gottesfurcht, hier verstanden als Aufhebung der Furcht vor Gott, in einem haltgebenden Vertrauen in seine Wegbegleitung. Unser Motto benennt dies in der zweiten Hälfte der Formulierung: der Zukunft trauen, um Gottes Willen. Man kann diesen Nachsatz auf zweifache Weise verstehen. Um Gottes Willen wartet keine Pessimisten und kämpft für eine gute Zukunft. Oder, weil es Gottes Wille ist, das Leben gelingt, können wir der Zukunft trauen. Im Blick auf Glaube und Religion geht es um ein Bewusstsein, sich vom Unendlichen ansprechen und bestimmen zu lassen. Um Gottes Willen können wir so der Zukunft trauen. Wir Menschen sind im Letzten unbehauste Wesen. Nackt kommen wir in die Welt, nackt werden wir sie wieder verlassen. Familie und Freunde, Haus und Hab, Lebensstil und Denken, das alles gibt nur ein zeitliches Zuhause. Aber wir können über den Tellerrand hinausschauen und uns dem Heiligen öffnen und von daher Kraft, Bestimmung und Sinn erfahren. Der Zukunft trauen, um Gottes Willen. Wir können, müssen vielleicht den Satz auch umdrehen. Um Gottes Willen vertraut der Zukunft, denn Gott lebt sie mit uns. Jetzt lade ich Sie ein, das Gebet des Ortskirchentages, das wir jeden Tag beten werden, vielleicht in Gedanken mitzubeten. Mächtiger Gott, durch deinen Propheten Jeremia hast du deinem Volk die Heilsworte zukommen lassen. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Um deines Reiches willen suchen wir Zukunft und Hoffnung und finden uns doch in der Wüste alltäglicher Begrenzungen wieder. Die Zeichen der Zeit fordern uns als deine heutige Stimme heraus. Du wirst nicht müde, deinen Menschen den Sturm der Zeit um die Ohren wehen zu lassen, der uns herausfordert, gewohnte Wege zu verlassen. Im Vertrauen auf dich wirst du unsere Zukunft. Hoffend leiden wir an der Gegenwart. Leidenschaftlich setzen wir uns für eine Zukunft der einen Welt ein. Wo wir miteinander unterwegs sind, wo wir uns gegenseitig bereichern, wo wir die Liebe wagen, wird deine Zukunft und Hoffnung in der Welt lebendig. Um deines Reiches willen, vertrauend auf deine wirkmächtige Gegenwart, schauen wir voller Hoffnung in die Zukunft. Amen. Nun zu der kommenden Woche. Am Samstag beginnt der ökumenische Ortskirchentag. Dazu laden wir Sie alle ganz herzlich ein. Das Programm haben Sie sicher bei sich zu Hause. Nehmen Sie an möglichst vielen Veranstaltungen teil.
damit der Ortskirchentag lebe. Jeden zweiten Tag werden wir Ihnen die betreffenden Programmpunkte vorstellen. Und zum Samstag, 24. Juni, zwanglose Eröffnung des Ortskirchentages mit einem Johannesfeuer vor der evangelischen Johanneskirche. Bei einer Meditation, dem Thema Feuer, sind Sie herzlich um 21.30 Uhr auf den Vorplatz der evangelischen Johanneskirche eingeladen. Dieser zwanglose Auftakt gibt Gelegenheit zum Austausch und Gespräch. Sonntag, 25. Juni, geladen Sie herzlich zum Auftaktgottesdienst um 9.45 Uhr in die St. Martinuskirche ein. Der Gottesdienst wird als ein Familiengottesdienst gefeiert werden, bei dem auch die afrikanische Gemeinde einige Lieder einbringt. Außerdem werden Botschafter der evangelischen und neuapostolischen Gemeinden anwesend sein. Um 11.15 Uhr findet in Pettenwil ein ökumenischer Familienwortgottesdienst statt. Am Sonntag um 15 Uhr feiern wir mit dem Musical Die drei Fragezeichen Kids, die Musikdebe, Premiere. Werden Sie Zeuge einer Aufführung, die spannend, voller Überraschungen und tiefgründig ist. Doch nicht nur das, sie wirft auch ein Licht auf das wichtige Thema Copyright. Erleben Sie die mitreißende Geschichte unserer drei jungen Detektive, die ein geheimnisvolles Rätsel lösen. Der Martini-Saal öffnet um 14.15 Uhr und der Eintritt ist frei. Ja, und der Sonntag, der 25. Juni, hat noch mehr zu bieten. Es gibt nämlich ein Zukunftsforum. Wir treffen uns und hören ein Referat mit einem Referenten von FreshX. Da geht es so ein bisschen um das Hoffen und Wagen. Was können wir von Kirche noch erwarten, wenn es in die Zukunft geht? Das Ganze findet in der Johanneskirche statt. Und Sie und ihr seid dazu herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf einen guten Austausch und einen inspirierenden Abend. Ab 19 Uhr geht's los.